Hallo zusammen, für meine neue Logster-Challenge bin ich heute im ICE-Werk Hamburg-Eidelstedt und hier treffe ich auf Hendrik. Moin Hannes. Und Hendrik wird mir heute zeigen, wie der Boxenstopp bei den ICEs funktioniert und du hast auch noch eine spezielle Aufgabe für mich, oder? Genau, das schauen wir uns an, aber erstmal darfst du dich jetzt in Schale schmeißen und Blaumann anziehen. Yay! Viel Spaß! Na, fertig, Hannes. Dann mal los. Wie groß ist denn das hier? Weil wir haben schon echt ein paar Meter zurückgelegt. Gelegt, ist genau. Immer noch weiter. Man kann hier gut eine kleine Radtour machen, das stimmt. Also unsere Eckdaten sind sozusagen, dass wir hier auf 450 Metern in der Länge unterwegs sein können. Über 65 Meter in der Breite. Und hier sind entsprechend 8 Gleise, also wir haben sozusagen einen kleinen Bahnhof hier mit 8 Gleisen. Und auf den können wir eben parallel 8 ICEs hinstellen. Wir fahren jetzt hier gerade offensichtlich unter den Zügen her. Was hat es damit auf sich? Und das hat damit auf sich, dass wir eben entsprechend relativ gut von unten an die Fahrzeuge rankommen. Aber es sind natürlich auch Instandhaltungsarbeiten, die weiter oben erfolgen müssen. Und dafür haben wir noch weitere Arbeitsebenen. Einmal eben auf der Höhe 0 sozusagen, so was man mit Bahnsteig vergleichen könnte. Und dann noch eine Ebene drüber, sodass ich auch eben auf das Dach des Fahrzeugs komme, um entsprechend den Stromabnehmer instand setzen zu können. Also vom Boxenstopp bis zur größeren Instandhaltung, wirklich größeren Wartung mit viel Bauteiltausch machen wir eigentlich alles das Rundum-Paket. Jetzt sind wir unter den ICEs hier. Was wird hier alles gemacht? Genau, also der ICE ist jetzt gerade ja frisch reingekommen sozusagen bei uns in die Halle und der bekommt jetzt seine normale Laufwerksnachschau. Das heißt quasi, Mitarbeiter fährt jetzt einmal den gesamten Zug entlang und kontrolliert dort eben da einmal das gesamte Drehgestell. Wie lange dauert sowas für einen ICE? Also man rechnet da in etwa, wenn sonst keine großen Störungen am Zug sind, dass wir in anderthalb Stunden damit durch sind. Stunden und jetzt 450 Meter zu. Für 450 Meter zu, genau. Wie viele Züge kommen denn hier immer rein und was wird hier dann so gemacht? Also wir haben in etwa so 22 Bereitstellungen am Tag. Das ist also das, was an Zügen wieder an den Bahnhof zurückkehrt. Dann, das sind meistens eben Kurzwender, wie wir schon gesehen haben, also die nur eine Laufwerksnachschau bekommen, frisches Wasser, Wasser ablassen und eben die wichtigsten Bauteile überprüfen. Und was darf ich heute machen? Du darfst heute beim ICE1 mal ein Phasenmodul des Stromrichters tauschen. Das ist ein Bauteil, was an dem Fahrzeug kaputt ist. Und das benötigen wir, damit der Zug entsprechend fahren kann. Ja. Dann wollen wir mal. So, Hannes, also hier sind wir jetzt im Maschinenraum vom ICE. Okay, aber der hat für gewöhnlich ein Dach, ne? Genau, also das Dach haben wir jetzt schon mal abgenommen, damit wir entsprechend hier an unsere Großbauteile auch rankommen können, die im Maschinenraum sind. Hier stehen wir jetzt vor unserem Stromrichter, wo ein Modul kaputt ist. Und das müssen wir jetzt austauschen. Was ist das denn hier überhaupt? Der ist letztendlich dafür zuständig, dass wir die Energie, die aus der Oberleitung kommt, zu unseren Fahrmotoren so leiten können, dass der Elektromotor sich unterschiedlich schnell dreht und dadurch können wir eben langsam losfahren und immer schneller werden oder auch dann irgendwann wieder bremsen. Das geht genauso. Und ist es irgendwie so ein Starkstrom, wie ich ihn aus der Küche von meinem Herd kenne, oder? Sogar noch ein bisschen mehr. Bei der Küche haben wir so in etwa die 400 Volt hast du da, während wir hier von etwa 2000 Volt sprechen, also ein Vielfaches von dem, was man so aus der Küche kennt. Das heißt, ohne diese Komponenten hier wird der Zug nicht fahren? Genau, und durch unsere Reparatur heute können wir jetzt wieder gewährleisten, dass dieser ICE mit seiner kompletten Leistung eben auf der Strecke fahren kann. Und Vorteil bei dieser Anlage ist auch, wenn wir bremsen, schaffen unsere Fahrmotoren es auch gleichzeitig dann als Generator zu dienen und speisen auch wieder Energie zurück in die Oberleitung. Und das läuft auch über diese Module. So, Hannes, zu guter Letzt zeige ich dir jetzt hier nochmal den Führerstand, den Arbeitsplatz des Lokführers. Klein, aber gemütlich. Genau, kannst dich auch gerne mal hinsetzen. Gerne, gerne. Vielen Dank, dass ich beim Boxenstopp wirklich mal dabei sein konnte. Bitte. Challenge habe ich zum Glück bestanden, dank dir. Absolut, haben wir auch was von. Ja, ansonsten scheint soweit, glaube ich, alles in Ordnung. Eine Kleinigkeit fehlt mir tatsächlich aber noch. Habe ich noch extra mitgebracht. Damit wird es dann auch eine gute Fahrt. Mhm.